Ich will euch jetzt einmal zeigen, wie ich meine selbstgebaute Fischertechnik-Bewässerungsanlage gebaut habe. Hier habe ich einmal die Feuchtigkeitssensoren. Die basieren auf Widerstand. So feuchter die Erde ist, desto niedriger wird der Widerstand. Die habe ich gebaut, indem ich in eine Standard-Lochrasterplatte, sieht man da drunter so ein bisschen, Kupferdrähte reingelötet habe und dann Kabel angelötet. Das sieht man nicht, weil ich dann Heißkleberpropfen drauf gemacht habe, um das zu isolieren. Ich setze einen Feuchtigkeitssensor hier unten in die Pflanzschale. Den untersetze. Der reagiert, sobald Wasser rankommt, wie alle Sensoren. Hier unten kommt nämlich Wasser raus. Das habe ich an allen vier Ecken Löcher, wenn da Wasser rauskommt. Dann die Pumpe stoppen kann. Wenn die Sensoren nicht im Wasser sind, also den maximalen Widerstand haben, dann wird der Wert von 15.000 angezeigt. Ja, dann setze ich die mal rein. Ihr werdet beobachtet haben, dass die Werte gesunken sind. Jetzt kommen wir zur Pumpe. Die Pumpe basiert darauf, dass der Kompressor angeschaltet wird. Danach wird das Magnetventil geöffnet. Die Luft strömt in den Hohlraum in der Flasche. Drückt das Wasser durch den Schlauch nach draußen und lässt es dann läuft dann über die Schläuche in das Gewächshaus. Der TXC-Controller rechnet den Mittelwert der vier Sensoren aus und guckt, ob der Mittelwert einen bestimmten Wert überschritten hat. Wenn ja, dann wird die Pumpe angeschmissen. Also, in der Praxis sieht das dann so aus. Ich ziehe jetzt mal den Schlauch, dann geht der Wert hoch. Der Kompressor geht an, das Magnetventil geht auf und dann wird halt das Wasser rausgedrückt. Hier sieht man, das Wasser wird immer tiefer, da ist es gerade. Und hier vorne kommt es aus dem Schlauch getropfelt. Wie man jetzt hier schon an den Löchern sehen wird, da kommt Wasser raus und jetzt müsste der auch gleich aufhören zu pumpen. Siehst du?